Ein Haus. 20 Gaming-PCs. 48 Stunden reines Gaming. Stream and Event. Sei dabei. Yo, Freunde, was geht ab? Ich bekomme regelmäßig irgendwelche Videos geschickt. Ob es Videos von den Zuschauern selbst sind, ob es irgendwelche Leaks sind von GTA, ob es sonst irgendwas ist. Aber ich habe noch nie ein Video so oft zugesendet bekommen, wie das, was ich euch heute zeigen möchte. Und zwar handelt es sich hierbei um einen angeblichen GTA 6 Trailer und ein Konzept zu GTA 6, PlayStation 5, Xbox Series X, Stadia und PC. Konzept bei Captain Hashiro oder Hashiro, was auch immer. Und Bewertung, naja, für einen Konzept-Trailer ziemlich, ziemlich gut. Also, ihr müsst überlegen, Konzept-Trailer erhalten meistens mehr Dislikes als Likes, weil die Leute eben enttäuscht sind, weil sie den Titel nicht richtig lesen, weil natürlich auch viel mit Clickbait gearbeitet wird, logisch. Aber letztendlich ist das eine ziemlich gute Bewertung. Ja, und da würde ich sagen, wir schauen doch direkt einmal rein. Okay, dieses Standardzeug am Anfang. Boah, der Sound am Anfang ist schon mega. Okay, Grafik, naja. Finde ich jetzt noch nicht so krass. Okay, was sehen wir hier? Die Grafik, ja, ist nicht schlecht, aber irgendwie ist ein komischer Filter drauf, finde ich. Wir sehen hier ein Lambo, wir sehen hier Chevrolets, was ist denn das, ein Camaro? Hier echte Automarken, ein Smart, okay? Also laut dem Konzept gibt es echte Automarken und wir spielen hier in New York. Die Musik finde ich echt krass. Boah, Las Venturas. Krass. Das ist auch jetzt hier Las Vegas. Ja, nice. Ui. Also die Grafik ist echt, naja. Also natürlich, in dem Trailer sind hier nur Spiele verarbeitet, die es natürlich schon gibt. Die Aufnahmen hat er ja nicht selber gemacht mit Mods oder so, sondern in der Regel sind es einfach von anderen Spielen die Trailer zusammengeschnitten zu einem fetteren Trailer sozusagen. Deswegen ist die Grafik natürlich nicht so, wie sie in GTA 6 sein wird. Kann sie auch gar nicht. Aber es geht hier eher um die Idee, um das Konzept und weniger letztendlich um die Grafik. Boah, hier ist zum Beispiel richtig krass. Alter. Los Santos! Das kennen wir doch schon. Au. Ja, nettes Apartment. Miami. Supersportwagen. Und Heist. Oh, ich liebe sie. Ich liebe Heist. Deswegen, oh, nice. Das ist von Flight Simulator 2020. Microsoft Flight Simulator 2020. Ganz sicher. Hä? Alter. Der Arme. Der Arme X6. Oh, was hat er für ein Logo-Konzept? Ah, sieht schon nice aus. Das Logo sieht schon krass aus. Logo würde ich so feiern, doch. Die Sache ist nur, könnte das ein echter Trailer sein? Oder warten wir, wir gucken erstmal, ob hier noch was kommt. Kommt hier noch was? Nee, okay. Die Frage ist, könnte das jetzt ein echter Trailer sein? So von reinem Aufbau und so weiter. Die Musik finde ich übel heftig. Rockstar Games benutzt zwar eigentlich nicht so Action-Musik wie hier, sondern eher so chilligere Musik in dem Sinne. Ein bisschen so, yo, willkommen, bla bla bla. Aber eben nicht so Action-Musik, das. Ansonsten, dass wir da vorne dran, könnte natürlich sein. Und Liberty City hier einfach so einzublenden. Die Schriftart, ich weiß nicht. Guck mal hier, 10 verschiedene Schriftarten. Das glaube ich nicht. Auch echte Automarken werden nicht kommen, das ist einfach viel zu teuer. Die Lizenzen dafür, lohnt sich nicht, brauchen wir nicht. Also, versteht mich nicht falsch, der ist schon krass gemacht, so, ne? Aber die Frage ist auch. Rockstar Games, glaube ich, würde mehr erklären. Da steht dann irgendwie eher sowas wie. Starte ganz unten. Gründe eine Farm, was weiß ich. Irgendwie sowas in der Art.
auch hier, die Grafik ist schon ziemlich nice. Und so ein Apartment mit so einer Treppe, das finde ich, kommt schon hin. Grafik ist natürlich ziemlich gut. Boah, heftig. Also er ist schon gut geschnitten so, aber letztendlich... Ich glaube nicht, dass er den Rockstar-Check sozusagen bekommt. Oder sagt ihr, nee, das ist sowas wie die Rockstar Games. Auf die Art und Weise nicht bringen. Leute, stimmt mal oben rechts in der Infokarte ab. Bin mal gespannt, was ihr da so seht. So, hier hat auch einer geschrieben, Need for Speed, Forza Horizon 3, GTA 5, Flight Simulator 2020. Habe ich doch gesagt. Hey, Rainbow? Krass, okay. Farming Simulator ergeben dieses Video. Ja, nee, hat er gut gemacht. Ist schon gut gemacht, aber letztendlich passt es nicht zu Rockstar. Schade. So, Leute, das war jetzt auf jeden Fall mal ein etwas kürzeres Video. Allerdings, ja, bietet dieser Trailer auch nicht mehr zu sagen, als das, was ich bereits gesagt habe. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diesen findet. Ich verlinke ihn euch auch in der Infokarte, beziehungsweise in der Beschreibung. Da könnt ihr euch den selber noch einmal uncut sozusagen anschauen. Und Leute, wenn ihr öfter solche Videos sehen wollt, dass wir auf irgendwelche Trailer-Konzepte, DLC-Konzepte reagieren und so weiter, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal und vor allem, Leute, folgt mir mal auf Instagram. Ich bin im Moment noch im Urlaub und wenn ihr dort eben noch ein paar, ja, wie soll ich sagen, Zusatzinformationen zum Kanal haben wollt und mich da ein bisschen begleiten wollt, dann folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Ansonsten bin ich jetzt raus, haut rein, bis bald und ciao, peace. Hard with me, 'cause it cannot be for real.